Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge Let's Play Creativers mit dem CoreTLP. Hi! Hi! Und ihr solltet auf jeden Fall auch mal bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen, denn er hat auch einige schöne Let's Plays. Und in dieser Folge werde ich den Keller ein bisschen ausbauen, damit wir da ein paar Sachen lagern können. Und brauchen wir eigentlich noch Sand für unsere Glaswand? Wir haben nämlich beschlossen, wir werden eine Glaswand dahin hinhauen. Genau, ja, da wäre auf jeden Fall Sand hilfreich, habe ich gehört. So, ich mache hier erstmal, dass man unsere Kellersteine nicht mehr sieht. Hier bin ich dann schon an der Grenze. Das ist natürlich jetzt... Zack, zack. Ha, perfekt. Und jetzt habe ich keinen... Warum geht mir bei den letzten Metern immer die Erde aus? Das weiß ich nicht. So, das wird ja aber wohl jetzt lange. Zack, zack, läuft. Dann setze ich hier noch welche hin, dass wir auch rund ums Haus laufen können. Und ich setze natürlich eine Etage zu hoch. Das ist Kunst. Das ist auf jeden Fall Kunst. So, zack, zack. Und die Erde ist schon wieder alle. Und wir sollten unseren Keller so schnell wie möglich ausleuchten. Wieso, jetzt sag mir nicht, da spawnen schon Monster drin. Noch nicht, aber... Ich hab Fackeln. Ja, ich hätte gerne diesen Arcstone. Haben wir da nicht was für... Oh, haben wir keine TNT, ey, das dauert nicht so lange. Warte, muss ich gucken. Nee. Warte, ich habe 6 Gunpowder. Ich könnte eine TNT machen. Wie habe ich am Anfang des Let's Plays gesagt, wir wollen einen Keller bauen? Natürlich. Ja. Natürlich mit Sprengkraft. Also wenn es Polizei in dem Spiel gäbe, hätten wir jetzt schon große Probleme. GTA Creativerse. Oh, und ich kann Basic Health Potions machen. Basic, warte mal, die hab ich glaube ich sogar eine. Jo, hab ich. Oh, die sind ziemlich schwach, ne? Ach, guck mal, es gibt, Ich hab's ja noch nicht ausprobiert. Es gibt Eisresistenztränke. Ja. Soll mir das jetzt etwa sagen, dass es bald auch noch, Eisgegner gibt? Ich glaube, das soll es dir sagen. So. Ja, wir können jetzt schön ums Haus rumlaufen, da ist alles schön voll mit Erde. Ja. So, ich wollte aber eigentlich Bomben herstellen. Deswegen renne ich dir doch die ganze Zeit hinterher. Ich will sehen, wie unser halbes Haus in die Gegend, durch die Gegend verteilst. Na gut, der Krater geht ja eher nach unten. Ich sag mal so, es sind hier 2 Bomben. Wir werden durch die Gegend fliegen. Und ich hoffe, Holz wird dadurch nicht weggesprengt. Ich will es eigentlich im Haus ausprobieren, weil wenn ich das jetzt hier wegsprenge, geht es nur noch weiter nach unten. Obwohl das nicht schlimm, wenn es nach unten geht. Versteck dich hinter dem Holzblock. Es sprengt Holz weg. So viel zu dem Thema. Unser Haus. Aber damit hätten wir schon mal einen Keller. Ja, aber was für ein... Hey, aber der Teleporter hat standgehalten. Echt? Ja. Der steht da oben noch in der Ecke, wo keiner mehr hinkommt. Ja, ich gehe da mal Erde sammeln, um dieses Loch wieder zu schließen. Ja, und ich mach schon mal mit Holz und Stein fertig. Muss ich nur ganz kurz ein paar Walls bauen. Was habe ich noch gesagt? Keine Bomben. Ich habe gewusst, dass wir irgendwas in die Luft sprengen. Ja, aber das war jetzt für den Keller. Ich meine, wenn wir es jetzt wieder schließen, haben wir schon mal einen schönen Keller. Ich meine, ich würde sagen, den Keller machen wir komplett aus Steinwänden, oder? Wenn wir so viel noch haben. Ich meine, ich muss ja dazu sagen, das ist mir gerade aufgefallen. Im Gegensatz zu Minecraft ist das, was explodiert, ist weg. Stimmt. Bei Minecraft hast du dann überall wenigstens die Items noch irgendwo verteilt rumfliegen.
Ja, aber ich meine, nach so einer Explosion ist eigentlich, sollten eigentlich auch nur Fetzen übrig bleiben und nicht die ganzen Items, so von der Logik her jetzt. Das ist natürlich auch wahr, aber ich meine, das Spiel muss sich halt vergleichen mit Minecraft, ne? Muss es sich gefallen lassen. Und das gefällt mir schon. Und es gefällt mir aber trotzdem immer noch besser als Minecraft. Mir auch. Also, das kann Minecraft auf jeden Fall große Konkurrenz machen. Na, ist ja klar, wenn irgendwas gut ist, wird's kopiert, ne? Frage ist dann halt, ob's gut kopiert wird oder einfach nur ein billiger Abklatsch ist. Da gab's ja irgendwas mit Blocks, ich weiß gar nicht, da gab's. Es hat auch. Gronkh hat das auch gespielt. Das ging, glaube ich, 2 Folgen und dann ist das Spiel eigentlich untergegangen. Okay. Ich weiß gar nicht, Blockworld oder so. Das war auch irgendwie so ein Minecraft-Abklatsch, nur die haben noch versucht, Dings, RPG-Elemente mit reinzumischen. Der Ansatz war gut, nur das Spiel ist in der Versenkung untergegangen. Oh. Deswegen hoffe ich, dass das hier auch nicht passieren wird, denn der Ansatz hier ist auch sehr gut. Also es entwickelt sich schon mal sehr, sehr gut. Also es gefällt mir, wie sich das Spiel entwickelt. Bis jetzt. Hier kann ich eigentlich mal offen lassen für das Glasfenster. So. Glaswand. Dann wollen wir mal gucken. Zack, 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 zack. Ich glaube, das. Durch die Bombe habe ich mir jetzt ein bisschen Arbeit gespart. Und ich habe mir Arbeit gemacht. Ja, so war es ja auch geplant. Ja. So, ey, du sollst da auch noch hin. Zack, zack, zack. Sieht natürlich jetzt. Ich baue dich mal eine Runde ein. Okay. Wir bräuchten auf jeden Fall noch Leitern. Und jetzt erstmal. Ja, Inventory is full. Ich sollte vielleicht mal schon die Kisten hier aufstellen. Ja, das wäre, glaube ich, sogar eine gute Idee. Und lege schon mal das ganze Obsidian da rein und alles. So. Oh, und wir haben 26 Zenith. Ja, geht voran. Das gefällt mir gut. So, das sieht doch nach einer stabilen. Naja, es ist Erde. Es ist sehr stabil. Aber gut, dass es hier keine Creeper gibt. Ja, das ist sehr gut. Creeper zerstören die einfach alles, was du aufgebaut hast. So, das ist das, das ist das. Es wird doch langsam. Ach, du hast mich ja komplett eingebaut. Oh, okay. So, du hast das Haus, was ist das alles? Woodwalls, ne? Genau, das ist auch so Woodwalls. Da musste ich nämlich auch mal ein paar bauen, dann mache ich hier nämlich wieder. Es ist ja nicht so, als hätte ich kein Holz. Hä, was macht der dann? Ach, so war das ja. 353 Wood Slabs. Du hast ja noch ganz viele Wood Slabs drin. Wie mache ich denn Wood Walls? Das weiß ich nicht. Ja. Indem du einfach Wood Walls auswählst aus in der Crafting Table. Ja. Wieso kann ich jetzt Wood Floor? Ach, das ist Wood Floor. Ach, Woodwall mit Wurzle. Ach du je. Jetzt weiß ich, warum du hier so viele Woodslabs drin hast. Und da hau ich noch mal ein paar hinterher. Böses Monsterchen. Nicht töten. So, ich bräuchte hier echt mal Beleuchtung unten, muss ich sagen. Hast du Glas gesammelt, also Sand? Nee, ich war mit Wiederaufbau des Hauses beschäftigt. Achso, okay. Ja. Aber ich kümmere mich gleich drum. Und
Ja. Gut. Ich mache dir erstmal Beleuchtung da unten. Wir sollten hier den noch wegmachen, dann können wir nämlich problemlos hier. Ja. Ich glaube, das Holz wurde nur weggesprengt, weil ich eine Tier 2 Bombe genommen habe, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich fange in dem Fall hässlich aus. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Gar nicht, nie wieder. Ja, es fehlt uns eindeutig an Ausgang. Nee, ich möchte hier gerne eine Leiter drin reinmachen, deswegen ist es aber auch so ein schönes Loch gewesen. Ich merke gerade, dass das, was ich vorhabe, nicht funktioniert. Und ich keine Erde mehr habe. Ja, sehr schön. Mit was baue ich mir denn jetzt meinen Ausgang? Ah. Geh weg, du mutiertes Schwein. Ja, dann machen wir das halt mal aus Stein. Ach, das ist ja noch so ein Vieh. Okay, das ist, was sagt uns das? Ist es noch nicht hell genug hier unten? Ich glaube, das wird jetzt in erster Zeit auch erstmal nicht. So. Boah. Was machst du da? Ey, ich versuche hier wieder rauszukommen. Ich baue mir gerade einen Ausgang. Und ich bin gerade am Abbau, damit ich da Steine hinmachen kann für eine Leiter. Jetzt bin ich weg, jetzt kannst du. So. Nee, da nicht abbauen. Da, die muss ich noch abbauen. So, Woodslabs sind am Arbeiten, das ist am Arbeiten. Ich habe wieder, ja. Wiederaufbau des Hauses. wieso ist hier jetzt Stein? Nee. So wollte ich das doch haben. Och ja, klar. Ich brauche Leitern. Was brauche ich für Leitern? Das kann ich dir. Das kann ich dir so aus dem Kopf gerade gar nicht sagen. Ich brauche Twines. So, wollen wir das Dach eigentlich auch aus Holz machen? Das weiß ich noch gar nicht, aber wollen wir nicht noch eine zweite Etage haben? Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann. Ist jetzt die Frage, setze ich die hier oben drauf, dass das Haus nur 2 hoch wird oder 3? Wie hoch hättest du denn gerne die Wände? 2 oder 3? Keine Ahnung. Ja, warte mal, möchtest du mit Treppen? Ja, wäre eine Idee. Ja, warte mal. Entweder machen wir so jetzt als Decke. Nee, das ist zu tief. Nee, das ist zu tief. Also setze ich noch einen oben drüber. Wir sollten schon unsere Freiheit hier haben. Gut, ich muss dazu sagen, die Treppe hatte ich jetzt gebaut, damit ich überhaupt wieder hier, damit ich überhaupt hier hochkomme, ne? Achso. So. Das ist doch jetzt eher, ne? Ich wusste schon, warum ich noch so viele Wood Walls gebaut habe. Zack, zack. Habe ich jetzt schon die 66 Woodwalls verballert? Das ging aber flott. Jo, was war das? Das war, glaube ich, eine Tür bei mir. Ich glaube, meine Freundin ist wieder da. So, ich habe wieder ganz viele Woodwalls und weiter geht's. Und ich habe mir mein... bin ich bescheuert. So, da ist die Sache, wo machen wir denn dann den Aufgang? Und ich habe ja was vergessen, merke ich gerade, zack. Und ich bin sehr schön runtergesprungen und habe natürlich keinen Weg nach oben.
Solange du nicht gestorben bist, ist das wenigstens schon mal etwas. Nee, in den Keller. So, ich überlege, warte mal, da ist der Eingang. Dann machen wir den Aufweg einfach mal. Zack. Warte, kann man nicht auch... Man kann auch bestimmt auch Holztreppen basteln. Natürlich nicht. Kann man das nicht? Also ich hätte jetzt keine zur Auswahl. Doch, ich habe welche zur Auswahl. Nämlich bräuchte ich dafür Wood Slabs, Twines und Stone Rods. Warte, wir haben ja jetzt wieder Kisten. Ne, haben wir nicht. Wo sind die Kisten hin? Ah, die Kisten stehen im Keller. Oder? Ja. Wieso komme ich nicht in den... Wieso hast du es hier zugebaut? Ja, ich musste mich doch hochbauen. Achso. Uah, hier geht's ja runter. Ja, da geht's runter. Okay, ich bin dafür, dass wir hier unten den Aufweg, der sehr lang werden muss, merke ich gerade, den machen wir, glaube ich, mit einer Steintreppe. So, was hast du... Nee, ich wollte hier Leitern hinmachen. Oder deswegen, das. Deswegen auch die schöne Steinwand da. Und ich habe ein Problem. Und zwar... Ich habe gar keine Wood Slabs mehr. Ich muss wieder an den Prozessor. Hast du denn die Treppen zur Verfügung? Nein. Aber ich musste... Du hast doch gesagt, du brauchst Wood Slabs. Die wollte ich dir gerade basteln. Achso, nee, ich kann mir auch welche machen. Oder so. Hä? Haben wir jetzt hier... Steht der Kram noch draußen? Den muss ich ja... Achso, hier ist gar nichts mehr drin. Gut. Der Rest baue ich dann hier drin. So. Jetzt brauche ich nur wieder einen Weg nach oben. Leitern! Uhu! Ich glaube 16 Stück reichen. Erstmal. Du hast ja das Holz hier weggemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, du hast hier noch einen ganzen Steinweg hingemacht. Ich muss ja auch wieder hochkommen. So, so, so. Komm schon, jetzt. Gott. Wolltest du nicht Holztreppen bauen? Ja, also ich bin noch gerade am Wood Slabs machen. Achso. Oh, cool, eine Leiter. Ja! Und hinter mir auch eine. So, so. So. Ach, so, jetzt kommen wir auch endlich wieder hoch und runter. Weiß ich, reicht ein Block? Ich glaube nicht. Nee, ein Block reicht nicht. Wir müssen zwei offen haben. Nun gut. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich werde... Holztreppen möchtest du. Dafür brauche ich noch Stone Rods. So. Wo du den Aufgang haben möchtest, darfst du entscheiden. Ich setze schon mal eine Etage oben drüber. Alles klar. Wir sind jetzt sehr viel mit Bauen beschäftigt. Ist doch auch mal was. Genau, ist mal eine Abwechslung zur ganzen Zeit Höhle und Action und Monster. Und Bomben. Ja, mit Bomben. So, oh, hier habe ich auch was vergessen. Aber... Bomben. Ich liebe Bomben. Oh ja, klar. Hier sollte der hin. Ey, warum sitzt der? Ich hätte den gern da... Gut, dann geht das halt nicht. Dann setze ich ihn halt dahin. So. Noch einen hier. Noch einen hier. Und jetzt habe ich schon wieder keine Fackeln mehr. Treppen liegen in dieser Crafting Table in der rechten drin. Uhu. Jetzt kann ich sie auch bauen. Sehr schön. Wood Floor, Tile Wood Floor, wo sind denn Wood Floor? Und, War- oh, ich habe mir gerade welche rausgenommen, hier, die kannst du mal abbauen, dann hast du die.
Ach du, ja, so viele brauchen wir dann auch nicht, ne? Es sei denn, du willst noch einen dritten Stock oben drüber haben. Ach, ich dachte, wir machen 10-stückig. Hör auf, ich bring das noch. Aber vor lauter Gebaue muss ich mal wieder Spielverderber spielen. Och nee, oder? Gibt's doch nicht. Die Zeit verrinnt. Die Zeit verfliegt im Nu. Ja, gerade wenn du mit Bauen beschäftigt bist, ist das... Und ich überlege immer noch, wo ich den Aufstieg mache. Vielleicht das hier weg? Ja, achso, ja, wir wollten die Folge beenden. Ja. Wie das Haus am Ende aussieht, sehen wir wahrscheinlich erst in 10 Folgen, aber trotzdem, in der nächsten Folge geht das Gebaue weiter. Na dann, macht es gut.